Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF March. Heute mit dabei der Daki, der Michael, der Lenny, der Roman, der Florian, der Flo, der Holger, der Manni und der Paul. Guten Tag, die Herren. Hallo. Guten Tag. Servus. Wir machen ein bisschen Gras, habe ich gehört, ne? Hören sagen. Ja, Flo gibt den Kurs an. Ich bin der Letzte, Roman, ne? Roman muss erst noch, ja. Na, du bist nicht ganz der Letzte. Ja, das stimmt. Der Vorletzte ist auch mal ganz schön. Hin. Was ist das für ein Ding? So, alle, die sich schon gewundert haben, warum wir da links einen grünen Fendt-Ideal stehen haben. Ich war so frei, habe einen unserer neuen Tees gegen eine elektrische Variante durchgetauscht und habe ihn einfach mal in grün gefärbt. Das heißt, Männer, wir haben jetzt einen neuen Tee mit und ohne Batterie oder Dieselmotor, je nachdem. Oh, ich höre diese pure Begeisterung, doch, das ist so schön. Ich gehe aus meinem Bührer nicht mehr aus. Hast du schon aufgeladen? Ja, der kam aufgeladen aus dem Berg. Ja, also der kam. Warum der da noch steht? Da hängt das Kabel noch dran. Ja, der braucht noch 48 Stunden, bis er geladen hat. Bis es regnet. Ja, das, aber nur mit der CSC. Heißt es CSC? Ich weiß nicht, mit dieser Schnellladedose, ne? Über 230 Volt Steckdose braucht er 7 Tage. Der hat übrigens auch nur noch 2000 Liter Korntank, weil der Rest ist Batterie. Nee, tatsächlich, wir haben die große Batterie nur noch 1500 Liter Korntank. Ah, okay. Wovon 1000 Liter im Rohr sind. Nee, er hat den gleichen Korntank wie der andere. Ist auch ein Ideal 9. Nur halt jetzt als Elektro 1:1 durchgetauscht. Wie gesagt, hat halt ein bisschen andere Farbe bekommen als der originale. Fand ich irgendwie ein bisschen schicker. Wenn man da rechnet, was da in der Produktion an CO2 hochgejagt wird. Der ist CO2-neutral produziert. Ja, das wurde. Neutral, ja. Ja, also der ist dann, klimakompensiert. Dann wieder aus der Steckdose vom Kohlekraftwerk befeuert, ne? Nein! Wir haben einen grünen Stromvertrag und so. Was seid ihr denn jetzt so? Wir waren nie anders. Ja, ich dachte, vielleicht macht ihr für mich mal eine Ausnahme, dass ich den Elektro-Drescher hier bekomme, aber nein. Sag mal, Lenny, warum fährst du denn hier nicht links? Ich folge dir. Weil ich kann. Ja. Da ich auf dich angewiesen bin, ne? Ich hatte übrigens auch gerade überlegt, einmal durchs Dorf zu fahren, aber dann dachte ich mir, Nee, also, ich glaube, der Holger, ne, folgt uns auch noch? Nee. Nur ich dir? Doch, der Holger kommt auch. Da ganz hinten, okay. Immer. Roman steht hier. Hoppala, sorry, ich wollte ihn hier einschieben. Ich muss ihn mal eine Runde fahren lassen. So, Flo, geht das auch ein bisschen schneller? Ja, wenn du mir jetzt so einen kleinen Traktor gekauft hättest und so knauserig gewesen wärst, ja. Das ist Missionsgerät. Ich kann, Moment, hier, guck mal, ich kann dir meinen wunderschönen 7230er pro Case geben. Nee, ist okay so. Ja, so schlimm ist dann doch nicht. Helfer J. Energiesparmodus läuft. Du meinst, du hast ihn auf den Eco-Mode? Paul arbeitet mit dem Helfer. Gerade auf dem Feld 50. 55, glaube ich. 50, genau. 50, ja, okay. So, wenn ihr hier noch ein bisschen braucht, ne? Nein! Ich hab Mist gebaut. Was ist es diesmal? Auf der 64 wurden schon zwei Ballen eingeladen. Ich habe einfach mal die falsche Taste gedrückt und habe sie wieder ausgeladen. Ich hab wieder einladen. Ja, ich bin dabei. So, Transportstellung, wo müssen die denn hin? Wahrscheinlich zur Weberei, ne? Da drüben, okay. Micha, das ist doch ein Job für dich, oder? Was? Na, die Ballen zur Weberei zu bringen. Kann ich gerne machen. Haben wir einen Traktor mit Ladewagen? Die sind schon auf dem LKW, aber du hast, glaube ich, noch nicht verstanden, warum ich das... Aber, okay. Warum? Harald Weber. Herr Weber, warum die zur Weberei...
Weißt du, Lenny hat's verstanden. So. der war so flach, den habe ich nicht verstanden. Ja. Flo, bist du eingeschlafen? Und ich freue mich wie ein kleines Kind, weißt du? Ja, super. Ja, so, ihr sagt mir gleich Bescheid, wenn ihr loslegt, ne? Wie gesagt, ich fahre hier nur ein paar Meter. Ich habe hier noch Schaulustige. Oh, ich glaube, ich habe da gerade Rabentot gefahren. Alles drauf, die haben es verdient. Na, ich habe jetzt erst eine Studie... Naja, gelesen nicht, ihr habt davon gehört, muss ich sagen, dass das Raben auch ein Bewusstsein haben und genauso schlau sind wie Schimpansen. Waren es Schimpansen? Menschenaffen? Irgendwie so. Ja. Nein, Raben sind, ich glaube, schon sehr schlau, aber wenn sie dir im Weg sitzen, waren sie selber schuld. Da haben sie Selbstmord begangen. Nee, die sind gerade noch hochgeflogen durch die Kabine. Die werfen auch Nüsse und sowas genau auf die Straße, wenn ein Auto kommt. Ja. Das ist dann eigentlich noch öko, wenn man mit einem Elektromähdrescher den Raben überfährt? Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil er es gerade gemacht hat. Ich habe das Gefühl, mein Elektromähdrescher kommt bisher noch nicht so gut an. Wunderbar. Das täuscht. Ich habe das Gefühl, du stellst den Fuhrpark auf Elektro. Ich habe den eben 5 Meter vorgefahren, damit du was dafür ist. Der ist super. Du, ich hab schon jemanden gefunden, der kann den Bührer auch auf Elektro umrüsten. Das geht gar nicht. Doch, das geht. Dann verliert er ja sein H-Kennzeichen. Ja, zeitgenössisches Tuning. Es gab auch schon T2s, die damals im Elektroantrieb hatten, ne? Waren ja, aber ein Bührer geht es nicht, der hat so viel Gebühren dann. Ich fahr den jetzt hier in den See, bevor der Elektro wird. Oh Mann. Sag mal, Uwe, soll ich jetzt dein Ballengefährt weiterfahren hier oder kommst du wieder? Nee, sind die Jungs schon dabei? Na sicher. Ja, warte, ich komme, ich bin fast da. Mag einer die... Nee, komm, gib mir noch eine Minute. Ich bin fast an der Weberei. Lad schnell ab. Ich fahre jetzt für dich auch extra Querfeld ein. Jetzt stress dich nicht so, wir haben nicht mal angefangen. Ah. Wirklich nicht. Der Roman fährt jetzt erst mit dem Zetter los. Na, danke. Ich lasse mir extra Zeit, nur dass du mit zur Weberei kommst. Ja, ist okay. Ich bin gleich da. Der Florian ist heute total atmungsaktiv unterwegs. Kann das sein? Das ist ein Softshell, Florian. Softshell. Boah, Lenny haut heute aber auch einen raus, ne? Meinst du nicht, dass er von Georgs kommt? Florian Georgs? Ich meine, in der Bewerbung stand was anderes. Atmungsaktiv, oder? Da stand Gore-Tex. Oh, das ist jetzt schwierig, ne? Ich hoffe, das ist der Träger. Dann wäre das aber echt ungünstig. Es stehen ja überall Fahrzeuge rum. Alles zugeparkt hier. Was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts hat funktioniert. Ich dachte gerade, es geht doch nicht. Wenn einer möchte, auf der 64 liegen noch ein paar Ballen, die müssten weg. Der entsprechende Ding steht bei der Weberei. Und ich springe hier jetzt rein. Ne, ich hab keine Zeit. Der Bandschwader funktioniert nur so lala. Wieso? Weil der sich so in der Mitte knicken kann und scheinbar das nicht immer macht. Und dann bleibt das rechte Band einfach in der Luft hängen und schwadet nicht mit. Naja, sieht komisch aus, ist aber so. Ich sehe hier immer so ein Müh noch liegen an der Seite. Meinst du? Oh, hoppala! Ja. Uwe, dann, wenn du musst doch aufnehmen, ne? Wenn der nicht richtig abknickt. Danke für nichts, ne? Boah, Alter, rückwärts fahren, das war aber auch schon mal einfacher, ne? So, ich kann das. Ich krieg das irgendwie heute noch hin. Oh, der Weg klappt dann immer dann her, weil die blockieren sich ständig. Holger, du machst mich ganz nervös mit deinem riesengelben Schlachtschiff da, ne? Sollen wir aufhören rumzuholen? Der Helfer. Welcher Helfer ist denn das? Einer. Ach, ja, jetzt weiß ich auch, warum es nicht geht. Man muss die Presse erst aufklappen. Na, das ist aber doof. Du bist ein Held. Wer hätte das gedacht? Ja. Also ich nicht. Diese ganzen Neuerungen im LS, ne? Ich sag dir, vor allen Dingen, ich habe jetzt Gras aufgenommen, ne? Das ist schon schwierig bei einer Heumission.
So, der erste Ballen ist schon mal ein Grasballen. Den nehme ich jetzt einfach mit. Ja, ja, verkauf gleich. So, ich kann hier schön mit 20 Gramm sogar durchziehen, geil. Dann bist du ja gleich bei mir. Wie viel fährst du? 16. Ah, Mensch. Diese Motivation in Lennys Stimme. Nee, alles gut, alles gut. Er wollte den Bührer. Ich hätte ihm den auch. Ich lasse ihn den auf Elektro umbauen. Wie viel dann hat bist er letztes Mal mit der Presse gefangen? Nee, nee, lass mal. 9? Nee, 4 oder 5 ist die Presse. Ja. Da ist doch richtig schon ein Vorsprung. Entschleunigung nennt man das. Hm. Muss man sich ja auch mal gönnen. Ist ja Lockdown. Das stimmt. Musst du an der frischen Luft jetzt Maske tragen, wenn du keine Glaskabine um dich rum hast? Ja. Wenn ich durch die Innenstadt fahre oder am Glühweinstand stehe. Oder wenn es so dicht auf den Zetter auffährt. Ich musste gerade erstmal gucken, wo ihr lang gefahren seid, ne? Außenrum. Ja, aber über den Parkplatz. Ja. Den hatte ich gerade nicht gesehen. Ich bin gerade mal in Perspektive gefahren. Was ist das? Bio-Parkplatz. Du kannst den Bio-Schotter machen. Der ist vegan. Da fehlt auch die Ladesäule. Ein veganer noch. Parkplatz ist das okay. Ach, die Ladesäule bauen wir überall hin. Das ist gar kein Problem. Wir haben hier einen Auftrag bekommen, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wo müssen die Ballen eigentlich hin? Direkt hier um die Ecke. Und zwar zum. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Ding. Also. Ums Eck halt. Warte mal. So, Challenge accepted, ne? Folge geht noch ungefähr 3 Minuten. Ich hätte bis dahin gerne Lenny eingeholt. Dann drück mal Gas. Du sagst, du wolltest in einer Folge fertig sein? Nee, mir wurde vorher gesagt, das Feld ist doch total klein, warum ich das angenommen habe. War das größte, was es gerade gibt mit einer Mission? Ja, weil die anderen vielleicht einfach nur massiv größer sind. Das also für stimmt. Die Marsch ist das klein, aber es ist nicht klein. Sag mal! Kannst du mal aufhören zu schieben? Ich sag mal so. Du fährst 20, ich fahr 20. Wer schiebt denn da? Ja, du hast mir ja gerade den Hintern weggerissen. Wird schwierig, den Lenny einzuholen. Ja, ich werde blockiert. Oder sabotiert. Hattest du nicht was von 2 Ballen erzählt? Hier liegen ja noch 4. Nee, ich habe gerade 2 weggebracht. Und oben liegen 4. Bei der 64? Ja, ich weiß, da oben liegen 4 Ballen. Ich habe die da aber nicht hingelegt. Das war wer anders. Vielleicht liegen auch auf dem Feld noch welche. Ich weiß es nicht, Daki. Ich fahr mal suchen. Das ist sehr gut von dir. Wir hätten auch die Kohle, glaube ich, um den Unimog von Money zu kaufen, oder? Wir wollten jetzt doch erst die Seemaschine. Ja, wir wollten erst die Seemaschine, das ist richtig. Ich habe im Moment noch zu tun. Ja. Gärtnerei, wo ist die denn? Hier oben gleich. Stück unterhalb rechts von der BGA. Hab's gesehen. Also, du machst mir das Leben aber auch echt nicht einfach, Lenny, ne? Mit deinem Schwaden hier. Warum? Naja, weil du extra blöd schwadest. Nee. Natürlich. Ich fahr jetzt einfach nur die einfach. Ja, Hätte ich jetzt auch gesagt. Apropos Mimi. Du wirklich bist. Der Modding-Welt-Micha, ne? Der ist genauso drauf wie unser Micha. Der hat mir noch was Cooles geschickt. Und zwar hat er uns aus dem Fliegelpack die Dollys rausgezogen. Moment, ich stelle mich hier mal kurz gerade. Wir können jetzt wunderbare Dollys kaufen. Na, er hat gehört, der Flo wollte letztes Mal gerne Dollys haben. Also Doppel, Duplex, was auch immer, Dollys. Können wir, haben wir. Kosten 8.500. Perfekt. Wollen wir dann unsere Einfach-Dollys durchtauschen, Männer? Ja. Kann man machen. Okay. Wenn die irgendwie Richtung Händler kommen, sagt Bescheid, dann tauschen wir die einfach mal kurz durch. Ich will sie jetzt nicht irgendwie unter den Auflieger hinter jemanden wegreißen quasi.
Wäre ein bisschen blöd. Gerade weil die, glaube ich, für Mission 50 unterwegs sind, ne? Zumindest einer. Na, die andere ist unten für Mission Feld 57. Okay, also wie gesagt, wenn wir da irgendwie mit zum Händler kommen, verkaufen wir die alten, kaufen wir uns die neuen Dollys. Das ist ja schnell gemacht. Das ist ja kein Problem. So. Aber ich würde sagen, ja, Mission failed für den Moment. Liebe Leute, für heute sind wir erstmal fertig. Ich würde sagen, ich arbeite weiter dran, den Lenny einzuholen. Wir gucken mal, ob ich es beim nächsten Mal schaffe. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.